Carlos Mera Arseno aus der Rabobank wird mir heute mehr über die Zukunft des Kakaos verraten. Die Rabobank sagt, dass die Kakaopreise im Jahr 2016 sinken werden. Carlos, auf welchen Faktoren basiert diese bärische Prognose? In den Jahren 2014 und 2015 sind die Kakaopreise aufgrund geringerer Produktionsumfänge in einigen Ländern recht hoch gewesen. In Lateinamerika zum Beispiel, in Brasilien, Peru und auch in Kolumbien wurden sehr hohe neue Investitionsumfänge in große landwirtschaftliche Betriebe fixiert. 20% aller Kakaobohnen kommen aus Westafrika und auch hier wurde ein Preisanstieg beobachtet. Für die Bauern ist dies ein ziemlich rentables Geschäft, was sie dazu bewegt, die eigenen Produktionsumfänge zu vergrößern. Die hohen Kakaopreise werden in US-Dollar erfasst. Im Jahr 2015 hat die europäische Nachfrage aber aufgrund eines starken Greenbacks den Erwartungen nicht entsprochen. Dazu kommt noch der neue Konsumtrend. Die Menschen greifen heute eher zu kleineren Riegeln. Towards smaller portion sizes. Consumers generally don't buy anymore half a kilo chocolate bar. They want to buy maybe, you know, just some bites, some minis, smaller portion sizes. Amerika, Europa und Japan kam im Jahr 2013 rund 50% des globalen Kakaokonsumes zu. Der bemerkenswerte Nachfragerückgang nach Kakao in Europa könnte diesen Rohstoff aber stark negativ beeinflussen. Wird das Angebot die Nachfrage im Jahr 2016 überwiegen? Während der Erntesaison im Jahr 2015 und 2016 wurde ein ziemlich starker Mangel von rund 150.000 Tonnen erfasst. Die Erntesaison 2016-2017 wird im Oktober starten und verspricht einen Überschuss von rund 100.000 Tonnen. Im Jahr 2016 wird auch der El Niño etwas nachlassen, was im Großen und Ganzen den Markt wieder ausgleichen müsste. Aus diesem Grund müsste die Nachfrage in diesem Jahr um rund 1-2% wieder steigen. Later in 2016, and also we expect demand to start growing again at maybe 1-2%. Im Gegensatz zum Rohstoff Öl sind die Kakaopreise im Jahr 2015 gestiegen. Wie sieht Ihre Prognose für das Jahr 2016 aus? Im November 2015 hatten wir unseren Bericht veröffentlicht. Dieser verspricht einen Preis von rund 3.000 US-Dollar je Tonne Kakao. Im Jahr 2016 müsste der Preis aufgrund von sich wiederherstellenden Wetterbedingungen und einer stärkeren Produktion bis auf 2.700 US-Dollar je Tonne sinken. We expect prices to go further down to $2,700 per ton late in 2016 as production keeps improving and the weather normalizes. Carlos, ich bedanke mich für Ihren Beitrag. Liebe Zuschauer, verpassen Sie nicht unseren Wochenrückblick am Freitag. Bis bald. Goodbye for now.